Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich mir Fake Freckles und dafür brauche ich einfach nur ein Bobbypin. Ich nehme einen Ohrring, also dieses Ding hier vom Ohrring, dieses Metallteil halt eben. Und zum Schluss natürlich auch noch Fake Tan, damit ich überhaupt Fake Freckles bekomme. Und dann habe ich hier ein Stück Papier, damit ich das da drauf machen kann. Pack das mal hier drauf. Ich habe jetzt einfach nur so ein bisschen hier drauf gepackt. Wichtig ist es natürlich, dass euer Gesicht sauber ist. Also ich habe jetzt hier unter meinen Augen Concealer, aber ich will ja hauptsächlich hier die Fake Freckles haben oder ein bisschen auf Kinn oder hier auf Stirn. Das muss sauber sein. Ich fange einfach mal an, das punktuell drauf zu geben. Und wichtig ist es natürlich, dass ihr dann guckt, es muss nicht wirklich perfekt sein. Und die Punkte sollten unterschiedlich groß sein und nicht so gleichmäßig. Hallo? Hi, Baby. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Meine Katze will auch Fake Freckles. Ich tupfe jetzt eigentlich die ganze Zeit nur diese Bobbypin hier rein, tupfe das einmal hier ab und gebe das dann so auf mein Gesicht oder bewege sie dann auch mal so, das war zu groß, damit man so Pigmentflecken im Gesicht hat und wirklich auf das ganze Gesicht. Es ist nicht schlimm, wenn es irgendwie ungleichmäßig ist oder sowas, das macht hier gerade das Natürliche aus. Ich würde das Gesicht jetzt so lassen, auch wenn es hier ein bisschen übertrieben aussieht. Wenn man das gleich abwäscht, dann ist es nicht mehr ganz so übertrieben. Glaubt mir, das sieht gleich sehr natürlich aus. Ich finde das auch extrem schön, wenn am Auge Sommersprossen sind, also hier am Augenlid. Ich hatte das einmal, da war ich im Solarium. Also ich war schon häufiger im Solarium. Aber da war ich das allererste Mal auf extrem stark. Das ist extrem lange her. Und ich hatte einfach Sommersprossen auf meinem Augenlid. Wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe sonst eigentlich ganz minimale, nicht wirklich Sommersprossen, sondern so, ich weiß nicht, die sind immer da. Das sind, glaube ich, Muttermale. Im Sommer habe ich dann wirklich, wenn ich viel in der Sonne bin, minimale Sommersprossen. Also so habe ich die leider nicht. Ich finde Sommersprossen unnormal schön. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute Variante, um sie zu Hause dann nachzumachen. Ich lasse das jetzt einwirken. Normalerweise, ich benutze ja den St. Moritz Fake Tan in der Farbe Medium. Normalerweise müsste man das 4 bis 6 Stunden einwirken lassen. Ganz so lange lasse ich das nicht einwirken. Maximal eine Stunde, wenn nicht sogar eine halbe Stunde, weil ich will das nicht so extrem haben. Und ja, dann wasche ich das einfach mit Wasser ab. Und fertig sind dann einfach meine Fake Freckles. Ja, dann zeige ich euch gleich das Endergebnis und sage euch dann auch, wie lange ich das einwirken lassen habe. Bis gleich. Okay. Wow, Leute. Ich habe das jetzt 45 Minuten lang einwirken lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade seht. Ich glaube aber nicht. Ich versuche mal näher dran zu kommen. Ansonsten blende ich euch einfach ein Bild ein, wie das aussieht, weil die Kamera nimmt das irgendwie nicht so gut auf. Ich bin mega happy mit dem Ergebnis. Ich bin mal gespannt, wie lange es hält, weil man ja schon zweimal am Tag mindestens sein Gesicht wäscht. Ich hoffe, ihr könnt es zu Hause nachmachen und vor allem hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn nicht sogar ein Abo, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüss!